Hier sehen Sie einmal die Themen. Einmal möchten wir noch ein bisschen was zur Weiterbildungsordnung 2020 Ihnen erzählen. Also so grundsätzliche Sachen. Keine Angst, wir gehen nicht so sehr ins Detail, weil das würde Stunden dauern. Dann Unterschiede zwischen den Gebieten und dann ja Überprüfung der Befugnisse zur Leitung einer Weiterbildung und dann die digitale Antragstellung. Okay, dann beginne ich mal mit dem ersten Teil, nämlich der Weiterbildungsordnung 2020. Was gibt es da grundsätzlich für Neuerungen? Also die aktuelle Weiterbildungsordnung ist am 1.7.2020 in Kraft getreten. Natürlich gibt es viele Weiterbildungsassistenten, die vorher schon begonnen haben. Dafür gibt es, wie bei jeder Änderung der Weiterbildungsordnung, auch eine Übergangsbestimmung, die denjenigen das Recht gibt, noch in einem gewissen Zeitrahmen die Weiterbildung nach der in Anführungsstrichen alten Weiterbildungsordnung, also WO 2005, abzuschließen. Für Gebiete wie zum Beispiel Psychiatrie und Psychotherapie, psychosomatische Medizin und Kinder- und Jugendpsychiatrie läuft diese Übergangsbestimmung 7 Jahre, das heißt bis zum 30.06.2027. Wer also spätestens am 30.06.2020 mit der Weiterbildung begonnen hat, muss spätestens am 30.06.2027 mit der Weiterbildung vollständig durch sein, alles absolviert haben, Zeiten, Inhalte etc. und den Antrag bei der Ärztekammer gestellt haben, um noch dann nach den Übergangsbestimmungen die Anerkennung erwerben zu können. Für die Zusatzbezeichnung und Schwerpunkt Weiterbildung gab es eine geringere Übergangsfrist, nämlich 3 Jahre, und die ist in diesem Jahr bereits am 30.06.2023 abgelaufen, sodass da jetzt nur noch die Weiterbildung nach der aktuellen Weiterbildungsordnung 2020 möglich ist. Ausnahme ist eine Änderung also für Fachärzte für Urologie, dass die noch die Möglichkeit haben, 7 Jahre lang die Zusatzbezeichnung medikamentöse Tumortherapie zu erwerben, weil ansonsten wäre das nämlich nach der neuen Weiterbildungsordnung gar nicht mehr möglich. Ja, was ist wichtig aus dem Paragraphenteil? Einmal vorab, der Paragraphenteil der Weiterbildungsordnung 2020 gilt ab dem 1.7.2020 für alle, sowohl die noch nach Übergangsbestimmung die Weiterbildung absolvieren, als auch die jetzt schon sich für die neue Weiterbildungsordnung oder aktuelle Weiterbildungsordnung entschieden haben. Also wichtig für Ihren Bereich ist sicherlich, dass die Tageskliniken werden nicht mehr dem ambulanten Bereich zugerechnet, sondern dem stationären Bereich. Das ist ja wichtig für die Weiterbildungszeiten, die im Kopfteil geregelt sind, wie viel Zeiten stationär beziehungsweise zu absolvieren sind beziehungsweise ambulant möglich sind. Dann wurden die Gebiete der unmittelbaren Patientenversorgung um 7 Bezeichnungen erweitert, wie zum Beispiel Arbeitsmedizin, Nuklearmedizin, öffentliches Gesundheitswesen, Phoniatrie und PET-Audiologie, Radiologie, Strahlentherapie und Transfusionsmedizin gehören jetzt auch zu den Gebieten der unmittelbaren Patientenversorgung. Und auch eine ganz große Änderung ist, das kennen Sie in der bisherigen Weiterbildungsordnung, war der Weiterbildungsabschnitt mindestens 6 Monate, um auf die Weiterbildung angerechnet werden zu können. Der hat sich jetzt halbiert auf 3 Monate. Also sobald 3 Monate absolviert sind, unter den gegebenen Voraussetzungen natürlich an einer zugelassenen Weiterbildungsstätte und unter Leitung eines befugten Arztes, dann wird die Weiterbildung schon auf den Weiterbildungsgang angerechnet. Dann, ja, Weiterbildungsordnung, ein paar Unterschiede im Detail. Da haben wir als erstes einmal die Kinder- und Jugendpsychiatrie, einmal den sogenannten Kopfteil, die zeitlichen Voraussetzungen gegenübergestellt. Die Weiterbildungszeit insgesamt ist geblieben bei 60 Monaten.
Weggefallen ist der Pflichtteil in der Kinder- und Jugendmedizin, Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie oder psychosomatische Medizin. Aber es können halt 12 Monate zum Kompetenzerwerb in anderen Gebieten, wie zum Beispiel diesen eben aufgeführten, erfolgen. Und die Weiterbildung ist mehr im ambulanten Bereich möglich, immer was im ambulanten Bereich auch vermittelt werden kann. Da geht es dann um die Kompetenzen, die in der Weiterbildungsordnung dann definiert sind und was dann tatsächlich im ambulanten Bereich vermittelt werden kann. Dann bei der Psychiatrie und Psychotherapie, auch hier ist die insgesamt Weiterbildungszeit geblieben von 5 Jahren, 60 Monaten Psychiatrie und Psychotherapie. Hier ist der Pflichtteil 12 Monate in der Neurologie geblieben. 24 Monate auch müssen noch weiterhin im Stationsdienst absolviert werden, wie in der alten Weiterbildungsordnung auch. Und es können zum Kompetenzerwerb Weiterbildung in Allgemeinmedizin, Innere etc. Absolviert werden, die dann anrechnungsfähig sind. Und der Teil der ambulanten Weiterbildung hat sich auch erweitert von 24 Monaten, nämlich auf 36 Monate, die während der gesamten 5 Jahre dann im ambulanten Bereich möglich sind. Wichtig ist dabei immer der Kompetenzerwerb, dass das auch in der Weiterbildung möglich ist. Hier noch die psychosomatische Medizin. Ja, auch hier wieder zeitlich keine Unterschiede. Es müssen 12 Monate in anderen Gebieten der somatischen Patientenversorgung abgeleistet werden, wobei es hier, Sie haben das gerade gesehen, die Gebiete, damit ist jetzt nicht gemeint die psychosomatische Medizin, die Psychiatrie und Psychotherapie und die Kinder- und Jugendpsychiatrie, sondern in den anderen Gebieten wie Allgemeinmedizin, Innere Medizin etc. Der Pflichtteil von einem Jahr Psychiatrie und Psychotherapie ist nicht mehr aufgeführt worden, aber die Möglichkeit besteht zum Kompetenzerwerb, dass man diese Weiterbildung auch bis zu einem Jahr anrechnen kann. Und auch hier der ambulante Weiterbildungsgang ist erweitert worden bis zu 48 Monaten. Wichtig auch hier wieder der Kompetenzerwerb, dass dieser möglich ist. Ja, und dann übergebe ich an meine Kollegin. Ja, vielen Dank. Wir haben auch die inhaltlichen Anforderungen einmal im Überblick für Sie dargestellt. Wie gesagt, wir nehmen ja den Termin auf, aber wir können Ihnen auch die Präsentation im Nachgang als PDF zur Verfügung stellen, wenn das für Sie nützlich ist. Wir haben vereinzelt einige Fragen auch im Vorfeld bekommen und dachten, ach, es macht doch Sinn, einmal das so aufzulisten. Ich würde jetzt aber nicht im Detail darauf eingehen, aber es macht vielleicht Sinn, doch in die Facharztweiterbildung einmal so im Überblick zu sehen, wie sind die Anforderungen. Also beginnen wir mit den Theorieanforderungen. Das sieht bei allen jetzt nach der aktuellen Weiterbildungsordnung einheitlich aus. In Summe sind für alle drei Facharztweiterbildungen 240 Stunden Theorie gefordert. Das ist bei der Facharztweiterbildung Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, wie auch bei der Facharztweiterbildung Psychiatrie und Psychotherapie, ist das im Vergleich zur alten Weiterbildungsordnung, da kommt nachher auch noch eine Tabelle, ist das eine deutliche Erhöhung. Dann Entspannungsverfahren sind bei allen dreien gefordert, wenn diese auch etwas anders in der Reihenfolge formuliert sind. Sie fragen sich, wie auch wir vielleicht, warum das nicht einheitlich gehandhabt wird. Das ist berechtigt, sich das zu fragen. Das ist aber entsprechend der Musterweiterbildungsordnung, wie das sich sozusagen in unserer Weiterbildungsordnung widerspiegelt. Die nächste Folie. Valent-Gruppen bzw. interaktionsbezogene Fallarbeit ist auch bei allen vergleichbar vom Stundenumfang bei allen drei Facharztweiterbildungen. Bei der
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Weiterbildung, da sind es halt Einzelstunden, deswegen sind es 70 und bei den beiden anderen sind es 35 Doppelstunden, was aber in Summe dann auch 70 sind. Und der Kompetenzerwerb im Kontext Krisenintervention und Notfällen ist natürlich auch bei allen gefordert. Dann im Hinblick auf die Krankheitslehre und Diagnostik, da sind doch die Formulierungen dazu in den Weiterbildungsordnungen sehen doch ziemlich unterschiedlich aus. Also einheitlich ist in jedem Fall die Anzahl, nämlich dass es 60 dokumentierte Untersuchungen sein müssen, aber die Anforderungen sind doch etwas unterschiedlich, sehr variabel formuliert. Die psychiatrischen bzw. der Konsiliar- und Liaisondienst, das sind bei den beiden Facharztweiterbildung Psychiatrie und Psychotherapie, wie auch der Psychosomatik, 40 entsprechende Untersuchungen, 40 entsprechende Fälle nachzuweisen. Einmal weiter, dann der Bereich der Behandlungen. Da sind die Zahlen schon sehr, sehr variabel, sehr unterschiedlich in den drei Facharztweiterbildungen Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie sind es 75 Behandlungsfälle, Psychiatrie und Psychotherapie 300 dokumentierte Fälle und in der Psychosomatik sind es dann 100 dokumentierte Fälle. Und nun geht es um die Psychotherapieverfahren, die ja unter Supervision auch durchzuführen sind. Sind bei allen drei, in allen drei Facharztweiterbildungen sind die verschiedenen Therapieverfahren auch aufgeführt. Aber Sie sehen, es ist leider sehr, sehr variabel, wie das dargestellt ist. Muss ich einmal mich kurz orientieren in meinen Notizen. In Summe ist es letztlich aber so, wenn man das so, das ist ja jetzt nicht so auf einen Blick zu erkennen, aber wenn man das so grob überschlägt, die Anforderungen der durchzuführenden Therapien, da ist schon der Facharzt, die Facharzt in der Facharztweiterbildung psychosomatische Medizin und Psychotherapie eine deutlich hohe, also eine sehr hohe Anzahl zu bringen im Vergleich zu den beiden Facharztweiterbildungen. Wenn man das dann summiert, dann wird es deutlich. Dann die Selbsterfahrung, das differiert, auch wenn das etwas unterschiedlich formuliert ist, aber differiert von der Stundenanforderung nicht so großartig. Das ist im Grunde vergleichbar. Und dann wären wir hier dann noch bei dem nächsten Aspekt der Psychotraumatherapie. Dieser Kompetenzerwerb ist in den beiden Facharztweiterbildungen, die in erster Linie mit Erwachsenen zu tun haben, gefordert. Wohingegen die suchtmedizinische Grundversorgung ist ein Weiterbildungsinhalt, der bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie geleistet werden muss, wie auch in der Facharztweiterbildung Psychiatrie und Psychotherapie. Da wollten wir nur auch noch darauf hinweisen, dass das auch ein integraler Bestandteil ist. Das ist ja ansonsten eine Zusatzbezeichnung, die erworben werden kann, die suchtmedizinische Grundversorgung. Und Fachärztinnen dieser beiden Gebiete, die haben dann diese Zusatzbezeichnung so mit ihrer Facharztanerkennung dann integral erworben. Als letzten Aspekt sei hier auch noch darauf hingewiesen auf die Gutachtenerstellung, die
gefordert ist, auch in den beiden Fach als Weiterbildung Psychiatrie und Psychotherapie, wie auch Psychosomatik, mit der Anzahl, dass drei entsprechende wissenschaftlich begründete Gutachten auch erstellt werden müssen. Bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist dem nicht so. So, jetzt wollten wir Ihnen auch noch mal darlegen, wie sieht es sozusagen im Vergleich der drei Facharztweiterbildungen, der Vergleich alte Weiterbildungsordnung, so nennen wir sie ja, die 2005er, im Vergleich zu der aktuell gültigen Weiterbildungsordnung, wie sieht es da aus? Wie schon erwähnt, sind die Theoriestunden, die Anforderungen sind gestiegen. Ehemals waren es 100 Stunden und jetzt sind es ja dann in Summe 240. Bei den anderen Aspekten ja, sind es Kleinigkeiten. Bei den Entspannungsmethoden gibt es jetzt keine Richtzahl mehr. Auch bei den Kontext Kriseninterventionen gibt es auch keine Richtzahl. Und das Thema Konsiliar- und Liaisonuntersuchung ist anders gefasst. Das müssen jetzt 60 Erstuntersuchungen müssen nachgewiesen werden, beziehungsweise dann durch Sie als Befugte, die Befugten bestätigt werden, wenn sie entsprechend geleistet worden sind. Und das war wie vorher ein Seminar, was nachgewiesen werden musste. Dann zu den weiteren Weiterbildungsinhalten, also die Behandlungen. Auch da muss festgehalten werden, dass die Anzahl nach der Weiterbildungsordnung waren es ja 240 Therapiestunden. Die ist jetzt mit 240 plus 120 Gruppenpsychotherapiestunden ist deutlich höher geworden und auch die Einzelselbsterfahrung, bin ich da richtig, doch auch die Einzelselbsterfahrung, da ist der Stundenumfang, genau, es sind ja 200 Stunden jetzt gefordert und es waren 150. Also das, denke ich, wird dabei auch deutlich. Jetzt würden dann die nächsten paar Tabellen auf die Facharztweiterbildung Psychiatrie und Psychotherapie eingehen. Auch da, wie schon vorhin erwähnt, ist die Theorieanforderung bei den Stunden hat sich erhöht. Und autogenes Training, also Entspannungsmethoden, gibt es ebenfalls keine Richtzahl mehr, ebenfalls bei der Krisenintervention. Liaisondienste, konsiliale Liaisondienste, da geht es jetzt um Fälle, die zu leisten sind und auch zu bestätigen sind. Weiterblättern bei meinen Notizen. Psychotherapieverfahren, die durchzuführen sind, da hat sich auch hier die Anzahl deutlich doch ja nennenswert erhöht, wohingegen die Einzel- und Gruppenselbsterfahrung, die müsste, wenn ich jetzt nicht hier verrutscht bin, die müsste identisch geblieben sein. Dann sind wir hier jetzt beginnen wir mit der Facharztweiterbildung psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Da ist es nun so, dass die Theoriestundenanforderung geblieben ist. Die war nämlich auch schon vorher, lag sie bei stolzen 240 Stunden. Ansonsten Entspannungsmethoden und auch Konsiliar Liaisondienst sind ähnlich wie bei den anderen, also Entspannungsmethoden keine Richtzahl und bei dem Konsiliar Liaisondienst sind es jetzt 40 Untersuchungen anstatt 20. Die
leistenden Psychotherapien. Die sind im Grunde, wenn man es überschlägt, etwa im gleichen Rahmen geblieben oder eventuell sogar etwas drunter. Das sind ja, da ist ja gewisser Spielraum drin. Also das ist etwa vergleichbar geblieben. Und auch hier sind die Zahlen ja gleich erkennbar. Also da ist es auch etwa vergleichbar geblieben. Also was, denke ich, hierbei deutlich geworden ist, bei dieser Gegenüberstellung bei den Facharztweiterbildung, alte Weiterbildungsordnung, neue Weiterbildungsordnung, die Kolleginnen und Kollegen, die eine Wahlmöglichkeit haben, also die mit ihrer Weiterbildung vor dem 1. Juli 2020 begonnen haben, das sind ja diejenigen, ganz am Anfang hatte meine Kollegin das gesagt, die Wahlmöglichkeit haben, die sollten sich wirklich mit den Weiterbildungsanforderungen beschäftigen und vergleichen, was für sie sozusagen die sinnvollere Weiterbildung, wonach sie sich da richten möchten, ist. Ich glaube, jetzt übergebe ich wieder an meine Kollegin, wenn ich jetzt nicht durcheinander gekommen bin. Doch. Genau, jetzt übergebe ich das Wort wieder an meine Kollegin, damit Sie etwas Abwechslung haben mit den Stimmen. Das war sehr leise. Zu leise. Nicht verstehen. Kann man jetzt gerade nicht verstehen, genau. Okay, das ist wieder die Technik. Ja. Lautsprecher höre ich woanders her, aber Mikro ist über den Kopfhörer. Entschuldigung. Ich widme mich jetzt zu den Zusatzbezeichnungen Psychoanalyse und Psychotherapie. Da haben wir es auch einmal zeitlich und inhaltlich gegenübergestellt und einmal nebeneinander gestellt. Nämlich, wie eingangs schon erwähnt, die Zusatzbezeichnungen sind nur noch nach der aktuellen Weiterbildungsordnung 2020 möglich, weil die Übergangsbestimmungen am 30.06. diesen Jahres ausgelaufen sind. Hier sehen Sie Psychoanalyse, die Voraussetzungen, was wir immer unter Kopfteil verstehen, Voraussetzungen, um überhaupt diese Weiterbildung hinterher anerkennen zu lassen. Es ist Facharztanerkennung für Psychiatrie und Psychotherapie, psychosomatische Medizin, Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie oder eine Facharztanerkennung in einem Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung mit der Zusatzbezeichnung Psychotherapie. Diese Ärzte und Ärztinnen, die diese Voraussetzungen erfüllen, können diese Weiterbildung Psychoanalyse dann absolvieren unter Leitung von Befugnissen, die entsprechenden Weiterbildungsinhalte. Gleiches gilt für die Psychotherapie. Auch da ist es nur noch nach aktueller Weiterbildungsordnung möglich. Und Voraussetzung für den Erwerb der Zusatzbezeichnung Psychotherapie ist die Facharztanerkennung in einem Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung und dann die Weiterbildung Psychotherapie mit den verschiedenen Psychotherapiebausteinen unter Leitung von befugten Weiterbildungsleitern. Dann haben wir beide, ist jetzt GO 2020, Zusatzbezeichnung Psychoanalyse und Psychotherapie einmal gegenübergestellt. Ich denke, ganz im Detail werde ich es jetzt nicht durchgehen, aber Sie sehen, Theorieanteil ist gleich geblieben. Entspannungsverfahren gibt es bei der Psychoanalyse, ist nicht gefordert. Balint-Gruppe ist nicht gefordert und die Krisenintervention nicht, im Gegensatz zur Psychotherapie. Dort sind die Sachen dann genau definiert. Weiter geht's mit der Krankheitslehre und Diagnostik. Ist für beide Zusatzbezeichnungen gefordert und wichtig. Bei der Zusatzbezeichnung Psychotherapie sind die 30 Doppelstunden psychiatrisch, psychosomatisch oder kinder- und jugendpsychiatrisch geleitete kasuistisch-technische Fallbesprechungen gefordert. Und das sehen Sie unten im roten Kästchen, dass das jeweils unter einem Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
durchzuführen ist, der mehrjährig nach der Facharztanerkennung in der Psychotherapie tätig gewesen ist. Ja, Supervision ist für beide Zusatzbezeichnungen erforderlich und Supervision auch immer unter Leitung eines entsprechend zur Weiterbildung befugten Weiterbildungsleiters. Und es gibt bestimmte Voraussetzungen, die sind auch im Glossar der Weiterbildungsordnung nämlich definiert. Zum Beispiel die Supervision erfolgt in der Regel in einer dualen Beziehung, die sich auch in einer Gruppenbeziehung, sie kann auch in einer Gruppenbeziehung erfolgen, wobei die Gruppe maximal 6 Teilnehmer umfasst und 90 Minuten dauert. Die Häufigkeit der Supervision soll sich orientieren an der Behandlungsprozess und umfasst mindestens eine Supervision pro 4 Behandlungseinheiten und dauert mindestens 30 Minuten Fall. Das ist aber auch alles im Glossar der Weiterbildungsordnung definiert und geregelt und kann dort nachgelesen werden. Dann, ja, auch Selbsterfahrung nochmal ist in beiden gefordert, in der Psychoanalyse die 180 Stunden Lehranalyse und 60 Doppelstunden analytische Gruppenselbsterfahrung in der Zusatzbezeichnung Psychotherapie. Dann je nach dem verschiedenen Verfahren, tiefenpsychologisch, verhaltenstherapeutisch oder systemisch, die Gruppe auch unter Leitung von befugten Ärzten. Und auch hier, was vorher aber auch schon galt, dass die Selbsterfahrung nicht in einem dienstlichen Abhängigkeitsverhältnis oder einer anderen Beziehung absolviert werden darf. Und auch ist es geregelt, wie im Glossar auch, in der Einzel-Selbsterfahrung ist eine kontinuierliche Frequenz von einer Selbsterfahrungsstunde, die 50 Minuten umfasst, pro Woche erforderlich, maximal 3 Stunden pro Woche für die Weiterbildung anrechenbar und auch für die Gruppenselbsterfahrung darf in keinem dienstlichen oder anderen Abhängigkeitsverhältnis stattfinden. Die Gruppenselbsterfahrung findet einmal pro Woche mit einer Doppelstunde und mit bis zu 12 Teilnehmern statt. Blockveranstaltungen werden mit bis zu 12 Teilnehmern akzeptiert und gesamte Gruppenselbsterfahrung soll sich über oder muss sich über 12 Monate erstrecken. Und wenn es in Blöcken ist, muss es mindestens 2 Blöcke sein und auch über diese 12 Monate erstrecken. Dann, ja, Dokumentation der Weiterbildung. In Paragraph 8 der Weiterbildungsordnung ist geregelt, dass der Weiterbildungsassistent verpflichtet ist, seine eigene Weiterbildung zu dokumentieren. Dies erfolgt bislang in einem Papierlogbuch nach der alten Weiterbildungsordnung. Nach der neuen Weiterbildungsordnung gibt es das E-Logbuch. Das war nicht von Anfang an bei uns verfügbar und im Augenblick akzeptiert hier Ärztekammer Westfalen-Lippe das E-Logbuch auch noch in Papierform. Und aber bei späterer Antragstellung, also ab 24, sollte das E-Logbuch dann auch elektronisch geführt werden und dann beim Antrag hier eingereicht werden. Wenn man während der Weiterbildung den Kammerbereich einmal wechselt, weil wir haben ja verschiedene Kammerbereiche und jede Kammer hat so ein bisschen eine andere Weiterbildungsordnung, da kann es zu leichten Unterschieden kommen, dann kann man dieses E-Logbuch aber in Anführungsstrichen umziehen auf die Weiterbildungsordnung der Kammer, in die man dann wechselt. Wichtig ist auch, neben diesen Logbüchern sind die Weiterbildungszeugnisse. Weiterbildungszeugnisse von den befugten Ärzten, die noch auszustellen sind über die Weiterbildung, die sind nicht verzichtbar, auch nicht über das E-Logbuch, was dann sehr detailliert dann hinterher über die Kompetenzen Auskunft gibt. Die Weiterbildung soll kontinuierlich dokumentiert werden. Also wir empfehlen es vielleicht monatlich, weil wir uns vorstellen können, dass es schwierig ist, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr sich noch zu erinnern, was man dann in den vergangenen Monaten gemacht hat. Dass man sich das für sich selber dokumentiert.
In der Weiterbildungsordnung steht auch drin, dass jährliche Weiterbildungsgespräche durchzuführen sind. Das kann man gut zum Anlass nehmen, sich dann auch immer den Weiterbildungsstand im Logbuch einmal vom Weiterbilder bestätigen zu lassen. Und es ist sicherlich hilfreich und sinnvoll, wenn man das Bestätigungsprozedere mit dem Weiterbildungsleiter einmal abstimmt, wie man das macht bei dem E-Logbuch zum Beispiel. Nicht, dass man jede Woche einmal das E-Logbuch freischaltet oder sowas, sondern dass man da bestimmte Zeiträume abspricht, indem man dann das Logbuch dann weitergibt und zum Bestätigen an den Weiterbildungsleiter. Ja, dann kommen wir einmal zu den Befugnissen zur Weiterbildung, die ja Grundvoraussetzung sind, um eine anrechnungsfähige Weiterbildung absolvieren zu können. Die Ärztekammer Westfalen-Lippe erteilt ihre Weiterbildungsbefugnisse befristet, in der Regel für 8 Jahre. Bei diesem Fall sind diese Weiterbildungsbefugnisse zum Beispiel jetzt einmal verlängert worden, um diese digitale Antragstellung dann zu ermöglichen. Die Weiterbildungsbefugnisse werden dann in einem 8-Jahres-Rhythmus überprüft, ob alles noch, ob sich irgendwelche strukturellen Gegebenheiten zum Beispiel geändert haben, die aber auch zwischendurch dann uns immer mitgeteilt werden sollten, damit man die Weiterbildungsbefugnis dann anpassen kann. Seit 2021, wir haben einen Zeitplan, überprüfen wir die Befugnisse und passen diese dann an die Weiterbildungsordnung 2020 an, was für Sie dann auch im nächsten Jahr dann der Fall sein wird. Und die Antragstellung ist seit 2021 nur noch digital über das Serviceportal der Ärztekammer Westfalen-Lippe möglich. Die Befristung der Weiterbildungsbefugnisse stehen in der Regel auf einmal in dem begleitenden Anschreiben, aber auch in der Regel auf der Urkunde. Und bis zur Überprüfung der Weiterbildungsbefugnisse jetzt gelten ja die Befugnisse nach der Weiterbildungsordnung 2005 weiter. Wenn es einen Chefarztwechsel oder Chefarztwechsel gibt, haben wir ein Prozedere, dass der Nachfolger oder die Nachfolgerin erstmal für ein Jahr die Befugnis des Vorgängers oder der Vorgängerin übernimmt, bekommt er dann bestätigt und dann muss er dann nach einem Jahr oder 10 Monaten dann mit aktuellen Leistungszahlen einen, in Anführungsstrichen, neuen Befugnisantrag stellen, damit dann die Befugnis dann offiziell auf den Chefarzt oder Chefärztin übertragen wird und dann einmal geguckt wird, was dort vermittelt werden kann. Hier sehen Sie die Gebiete, die wir im nächsten Jahr, also 2024, von der Befugnis überprüfen werden, unter anderem Anästhesie, Anatomie, Augenheilkunde, aber auch Radiologie, Nuklearmedizin und rot markiert natürlich Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Psychiatrie und Psychotherapie, psychosomatische Medizin und Psychotherapie und die beiden Zusatzbezeichnungen Psychoanalyse und Psychotherapie. Das sind ca. 2000 Vorgänge, die wir zusätzlich zu der normalen eingehenden Anträgen dann bearbeiten werden. Und das, wir nennen es so wieder Vorlagesystem, weil wir 8.000 bis 9.000 Befugnisse haben und die schafft man einfach nicht in einem Jahr zu überprüfen, sodass wir das immer zeitversetzt machen und auch zeitversetzt dann die Überprüfung dann angehen können. Dann haben wir Ihre bei der Anmeldung gestellten Fragen vorab einmal aufgenommen und versuchen sie hier zu beantworten. Apropos Fragen, also ich denke, ganz am Ende der Veranstaltung, wenn dann noch genügend Zeit ist, können dann auch noch Fragen gestellt werden im Chat oder per Hand, dass wir die dann beantworten können.
Also eine Frage war zum Beispiel, kann mit der Beantragung auch eine zeitliche Erweiterung der Weiterbildungsermächtigung beantragt werden? Also ja, abhängig aber vom möglichen Kompetenzerwerb. Wie vorhin auch schon mal erwähnt, bei allen drei Fachärzten, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychiatrie und Psychotherapie und psychosomatische Medizin und Psychotherapie hat sich die Möglichkeit der ambulanten Weiterbildungszeit erhöht. Aber wichtig ist immer der mögliche Kompetenzerwerb, der dann dort auch im ambulanten Bereich erworben werden kann. Dann wird, wenn denn, was zu erwarten ist, die systemische Therapie auch für die Kinder- und Jugendpsychotherapie zugelassen werden würde, dies bei der Bewilligung des zeitlichen Umfangs der Weiterbildungsermächtigung berücksichtigt werden. Der zeitliche Umfang wird sich dadurch nicht ändern, aber bei Nachweis einer abgeschlossenen Weiterbildung in einem zweiten oder dritten Verfahren wie Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie oder systemische Therapie, des Richtlinienverfahrens können Befugte ergänzend für diese Psychotherapieverfahren auch befugt werden. Aber der zeitliche Umfang wird sich dadurch nicht ändern, weil der eigentliche Kompetenzerwerb im Vordergrund steht. Dann wurde diese Frage gestellt, Möglichkeit der Durchführung von Supervision und Selbsterfahrung bei der Gruppe online. Ob das noch möglich ist? Corona hat es ja möglich gemacht und wir haben daraus gelernt, dass teilweise auch einiges möglich ist, aber zurzeit ist es halt so, die Supervision muss in den ersten 3 Monaten in Präsenz stattfinden. Danach kann die Supervision zu 50% als Webinar bei einem zur Supervision befugten Arztes erfolgen, wenn der Supervisor oder die Supervisorin sagt, ja, das passt, das ist möglich. Die Selbsterfahrung ist seit dem 1.4. diesen Jahres nur noch wieder in Präsenz möglich und die Balint-Gruppe kann bis zu 50% als Webinar erfolgen. Ja, dann kommen wir zur Frage Selbsterfahrung bei verschiedenen Anbietern möglich. Da sagt das Glossar, Selbsterfahrung ist unter Leitung von einer oder einem zur Selbsterfahrung befugten Ärztin, Arzt durchzuführen. Ein Wechsel von Einzel- und Gruppenselbsterfahrung oder umgekehrt ist möglich, wenn die Selbsterfahrung zeitlich geordnet und nach einem Plan über einen mindestens einjährigen Zeitraum läuft. Und bei einem Wechsel der Selbsterfahrungsform müssen die Formen aber nacheinander und dürfen nicht parallel absolviert werden, damit die Prozesse nicht vermischt werden. Dann kam die Frage, die habe ich, glaube ich, auch aus dem Augenwinkel einmal im Chat gesehen. Warum kann ich nicht wie in anderen Kammerbereichen meine Selbsterfahrung bei entsprechend erfahrenen psychologischen Psychotherapeuten absolvieren? Also, ja, wir halten uns halt an die Weiterbildungsordnung und an das Heilberufsgesetz, was für uns zuständig ist. Und darin steht halt und ist festgelegt, dass Weiterbildung von Ärzten an Ärzte nur möglich ist und dass andere Berufsgruppen dort nicht die Möglichkeit erhalten können. Also dass sie ausschließlich unter Leitung, verantwortlicher Leitung von der Ärztekammer befugten Ärztinnen und Ärzte durchzuführen ist. Weiterbildung von Arzt ist nur an den Arzt möglich und Kurse oder Tätigkeiten unter Leitung von anderen Berufsgruppen wie Psychologen oder auch Sportlehrern oder Physiotherapeuten, hatten wir auch schon die Anfragen, ist leider in Westfalen-Lippe nicht möglich aufgrund unserer Bestimmungen. Die Befugnisse finden Sie auf unserer Homepage, sind für jeden einsehbar, kann man nachsuchen nach dem Namen, nach Weiterbildungsstätte, ist auch jetzt modernisiert worden. Wenn die Befugnisse nach neuer Weiterbildungsordnung dann im nächsten Jahr überprüft worden sind, werden diese dort auch veröffentlicht werden. Also die alten werden jetzt auch veröffentlicht, die bisherigen, aber die neuen auch. Und dort wird dann auch die Kompetenzmatrix veröffentlicht, welche Kompetenzen an welcher Weiterbildungsstätte vermittelt werden können. Das ist vielleicht wichtig und auch noch
das Weiterbildungsprogramm wird veröffentlicht. Da kommen wir dann gleich noch zu ein paar Informationen zum Weiterbildungsprogramm. Genau, und hier haben wir es schon, das Weiterbildungsprogramm. Für jede Weiterbildungsbefugnis ist mit Inkrafttreten der Weiterbildungsordnung von 2005 ein Weiterbildungsprogramm einzureichen. Das bestimmte Angaben erhalten soll, es soll zeitlich und inhaltlich strukturiert sein. Also was natürlich ist, für welchen Facharzt oder Schwerpunkt oder Zusatzbezeichnung das Weiterbildungsprogramm gilt, für welchen zeitlichen Umfang das gilt, das ist halt für welche Befugnisdauer, die man beantragt oder wenn sie eingeschränkt wird, wird man dann aufgefordert, das Weiterbildungsprogramm entsprechend anzupassen. Weiterbildungsstätte, Abteilung, Praxis etc. ist erforderlich, der Standort, wer der weiterbildungsbefugte Arzt ist und wer noch an der Weiterbildung beteiligt ist, wie zum Beispiel Oberärzte, Fachärzte und ja, mit Datum und sollte mit Seitenzahlen versehen werden. Ja, obligatorische Angaben gibt es, welche Weiterbildungsinhalte werden vermittelt, und zwar nämlich wann, wo, durch wem und zu welchem Kompetenzgrad. Die thematische und zeitliche Gliederung sollte ein stufenförmiges Lernkonzept, was den ansteigenden Schwierigkeitsgrad erkennen lässt, umfassen. Und Ziel ist natürlich ganz am Ende die Selbstständigkeit des Arztes in Weiterbildung, dass man dann auch die Zulassung zur Prüfung unterstützt und zugelassen werden kann. Es sollte angegeben werden, die Weiterbildungsgespräche, in welchem Zeitrahmen oder in welchen Abständen die geführt werden und ob es eventuell Rotationen oder Kooperationen mit anderen Weiterbildungsstätten gibt, um gewisse Kompetenzen dort vermitteln zu lassen. Das muss genau angegeben werden und entsprechende Kooperations- oder Rotationsvereinbarungen dem Befugnisantrag hinterher auch mit beigefügt werden. Optionale oder fakultative Angaben, was natürlich auch immer einen guten Eindruck macht, nämlich, dass man dort auch Angaben macht, wie wird der oder die Assistentin eingearbeitet bei Stellenantritt, Abläufe, Praxisvorstellungen, Kennenlernen etc., EDV-Einarbeitung, ob es Mentoren gibt, wie das mit den Bereitschaftsdiensten ist, Qualitätssicherungsmaßnahmen etc. oder Angaben zu speziellen Besonderheiten dieser medizinischen Einrichtung, ob Fortbildungsangebote bestehen, welche speziellen Schwerpunkte, ob Forschungsmöglichkeit besteht etc. Ja, unterstützende Lehrmethoden wie zum Beispiel OP-Simulatoren etc. Und ganz wichtig und unsere Bitte ist, es geht um Weiterbildung, nicht um Ausbildung. Ausbildung ist das Studium und auch darauf aufbauend geht es um die Weiterbildung. Und ich weiß, dass die Weiterbildungsprogramme manchmal ein bisschen Unmut hervorrufen, weil man da auch viel Arbeit und auch ein bisschen Zeit reinstecken muss. Aber wie ich gerade auch schon erwähnt habe, sie werden auf der Homepage bei der Weiterbildungsbefugnis veröffentlicht und sie können natürlich auch einen gewissen Werbezweck erfüllen. Wenn man ein gutes Weiterbildungsprogramm hat und die Assistenten sehen das und sagen, da werde ich gut betreut und weitergebildet, kann es durchaus sein, dass das vielleicht bei der Assistentenakquise hilft. Ja, auch weitere Informationen, Hilfestellungen, ein Muster etc. finden Sie auch auf unserer Homepage bei der Befugnissuche. Dann hatten wir vorhin auch schon mal erwähnt, neben den Logbüchern ist auch ein Weiterbildungszeugnis noch auszustellen. Darauf kann nicht verzichtet werden. Und da gibt es auch ein paar wichtige To-Dos, auf die man achten sollte, dass sowohl vom Weiterbildungsleiter als auch von den Weiterbildungsassistenten, weil diese werden häufig einfach vergessen, sage ich mal, aber das führt bei der Antragstellung zu Nachfragen und einer Verzögerung in der Bearbeitung. Nämlich, dass das Weiterbildungszeugnis nicht einfach auf einem leeren Blatt ausgestellt wird, sondern auf dem Geschäftsbogen des Weiterbildungsleiters.
Es sind Angaben erforderlich, ob die Weiterbildung ganztags und hauptberuflich durchgeführt wurde oder vielleicht in Teilzeit. Und wenn ja, in Teilzeit, mit welchem prozentualen Anteil. Zeitraum der Weiterbildung unter Leitung des Unterzeichnenden, weil der Weiterbildungsleiter kann immer nur das bestätigen, was unter seiner Leitung auch durchgeführt worden ist. Also vom Vorgänger oder sowas kann und darf er nichts bestätigen. Da muss man von jedem Weiterbildungsleiter dann ein entsprechendes Zeugnis haben. Auch Angaben zu Unterbrechungen der Weiterbildung, zum Beispiel durch Krankheit, Elternzeit oder Ähnliches, sind in einem Zeugnis aufzuführen, und wurde die Weiterbildung nicht unterbrochen, sollte oder muss auch drinstehen, dass diese Weiterbildung nicht unterbrochen worden ist. Ein Ausstellungsdatum ist auch gut und erforderlich, ob eventuell Rotationen in der Weiterbildung durchgeführt worden sind mit einem zeitlichen Angaben von bis und bei wem. Ganz zum Schluss die fachliche Eignung, wenn man am Ende der Weiterbildungszeit ist und sich zur Prüfung nämlich anmelden möchte, muss der letzte Weiterbildungsleiter einmal beurteilen, ja, er ist fachlich und persönlich geeignet, als Facharzt oder Fachärztin tätig werden zu können. Und wichtig, Unterschrift und Stempel des Weiterbildungsleiters zur Identifikation. Und bei einer gemeinsamen Weiterbildungsbefugnis muss das Zeugnis auch von allen Weiterbildungsbefugten unterschrieben werden. Da reicht eine Person nicht aus. Im Westfälischen Ärzteblatt September 2023 gibt es auch einen Artikel zu den Weiterbildungszeugnissen und dass diese halt auch, ist ein Unterschied, Weiterbildungszeugnis, Arbeitszeugnis, hat andere gesetzliche Grundlagen. Ein Weiterbildungszeugnis muss ja wahrheitsgemäß sein und auch wahrheitsgemäß die Einstufung der Qualifikation darlegen. Es kommt leider ab und zu vor, dass wir auch Zeugnisse, die nicht so der Wahrheit entsprechend eingereicht bekommen. Und da gibt es dann natürlich dann jetzt auch Sanktionen und Maßnahmen, Maßgaben, die wir dann unternehmen würden, auch für Weiterbildungsleiter als auch für einen Weiterbildungsassistent, weil das ist eine Beurkundung. Ansonsten gerne im Westfälischen Ärzteblatt von September 23 ist auch immer noch auf unserer Homepage einsehbar im Archiv. Und dann übergebe ich wieder den Staffelstab. Ja, ich übernehme kurz, um dann sozusagen, damit wir uns dann Herrn Döking Ihnen dann annähern. Aber wir haben auch zu dem Thema digitale Antragstellung haben wir auch eine Frage bekommen, und die haben wir gedacht, stellen wir mal voran. Da hat jemand die Frage gestellt: Ich habe neulich das Formular zur Erteilung der Weiterbildungsbefugnis aufgerufen und hatte den Eindruck, dass es sich vorrangig an stationäre Weiterbildung und weniger an niedergelassene Weiterbilder richtet. Ein separates Formular für niedergelassene Ärzte habe ich nicht finden können. Also da können wir beruhigen, und die zukünftige Antragstellung im Portal, die wird drei Varianten bieten, und zwar gleich von Anfang an mit der Angabe der Weiterbildungsstätte nach Ambulanz, stationär oder auch einer sonstigen Institution unterscheiden. Und ich denke, das ist dann jetzt der richtige Moment, um an Sie zu übergeben, Herr Döking. Dann beende ich nämlich hier mal die Präsentation. Ja, ich würde starten mit einem kurzen Blick in unser Portal. Also ich bin regelmäßig in einem Testsystem, das sieht aber genauso aus wie das echte Portal. Da haben Sie hoffentlich alle mittlerweile Zugangsdaten für, dann können Sie das, was ich hier mache, dann auch problemlos nachvollziehen. Ich habe mir einen Testarzt gebaut, der quasi jetzt eine Befugnis beantragen möchte. Ich melde mich also mit den Zugangsdaten an. Das wären dann quasi auch Ihre persönlichen Zugangsdaten. Das ist jemand, der im ambulanten Bereich tätig ist und gerne einen Befugnisantrag stellen möchte für die psychosomatische Medizin und
Psychotherapie. Nach der Anmeldung landet er erstmal auf der Startseite, wo es jetzt mehrere Möglichkeiten gibt, in die Weiterbildung quasi abzuzweigen. Dann wird er direkt auf der Startseite über den Menüpunkt Weiterbildung oder alternativ oben über das Menü Weiterbildung. Und da setzen wir auch genau an der Folie, die wir gerade gesehen haben. Man sieht hier zwei Perspektiven. Wenn ihr als Kammermitglied angemeldet, der in der Theorie beides sein könnte, sowohl Weiterbildungsbefugter als auch Weiterbildungsassistent. Es gibt gewisse Fälle, wo dann auch beides möglich ist. Und jetzt würde ich dann einmal in den Bereich oder die Sicht des Weiterbildungsbefugten gehen. Mal kurz einen Überblick geben, was man jetzt hier so sieht. Wir haben es möglichst auch einfach gehalten, große Kacheln. Das ist auch nachher, was ich jetzt zeige, dann ist der Befugnisantrag mehr nicht für ein Handy empfohlen, sondern mehr für einen größeren Bildschirm. Man sieht nachher, warum. Was wie vorhin vorgestellt wird, die Befugnissuche ist natürlich auch für Mobilgeräte ausgelegt. Also wir zeigen gleich in den Bereich Befugnisse ab. Vorher auch nochmal einen Blick. Hier findet man auch nochmal das angesprochene elektronische Logbuch, wenn Sie sich als Weiterbildungsbefugte am ELA-Buch anmelden wollen. Geht das hier rüber. Alle Zugänge für alle Kammermitglieder, die eine Befugnis haben oder hatten, die sind auch schon automatisch angelegt, also die sind vorhanden. Dann haben wir den Verweis auf die Weiterbildungsevaluation. Wird hier zum Beispiel auch der Punkt der Befugnissuche, wo Sie Ihre eigenen Einträge dann nochmal verwalten können. Und vielleicht nochmal ganz wichtig, vorhin kam die Frage, wo findet man so Videos, die wir euch dann vorhin schon mal angesprochen worden sind. Mit der Anwendungshilfe und FAQ haben wir dann neben FAQs auch schon mal ein paar Videos hinterlegt, die dann auch weiter ergänzt werden, wo man sich die Punkte auch mal abrufen kann. Das sind meistens keine sehr langen Videos, manchmal auch nur 2 Minuten. Wie kann man sich am ELA-Buch anmelden? Das für jeden einfach nochmal zum Nachgucken oder auch hier zum Nachlesen nochmal auf Hinweise zum Weiterbildungsprogramm dort hinterlegt sind. Und ebenfalls Ihr Kontakt zu uns, wie Sie uns erreichen per Telefon, E-Mail, elektronische Termine, also die E-Termine, sind hier verlinkt. Genau, das soweit zum Beginn und dann würde ich einmal auf den Befugnisantrag eingehen. Also ich gehe hier einmal auf meine Befugnisse. Ich möchte jetzt erstmal einen ganz normalen neuen Befugnisantrag stellen. Das Wichtige ist, das haben wir in den letzten Jahren gelernt, also man spricht zwar von Verlängern, aber eigentlich sind es neue Befugnisse, die man nach der Weiterbildungsordnung 2020 dann beantragt. Darum wird hier häufig nach Verlängern gesucht, aber es ist tatsächlich Befugnis beantragen. Also ich öffne den Menüpunkt. Da ist mittlerweile auch schon einige Erfahrungen, die wir ja in den Jahren vorher schon gesammelt haben, etwas eingeflossen, dass wir eine Seite vorgeschaltet haben, wo man nochmal, das macht vielleicht ein bisschen größer, wo man nochmal ein paar Informationen sieht, was mich dann gleich im Antrag erwartet. Es ist schon empfohlen, so einige, eigentlich sein Wissen oder einige Unterlagen schon mal parat zu halten. Aber so einen groben Überblick und man kann sich dann hier auch auswählen, für welches Gebiet man sich jetzt interessiert. Zum Beispiel, wie gesagt, nehme ich jetzt mal die psychosomatische Medizin. Das, was ich jetzt hier mache, ist quasi noch nicht verpflichtend, aber das ist recht hilfreich, weil man sieht es hier schön, welche Unterlagen man bereithalten sollte. Die Frage kam ja, unterscheidet das Programm auch zwischen ambulant und stationär? Ich glaube, hier sieht man ja. Also man sieht schon, im ambulanten Bereich wird viel weniger an weiteren Unterlagen benötigt als vielleicht im stationären Bereich. Natürlich fragt das Programm ja nur die Inhalte ab. Am Beispiel ambulanten Bereich würde sowas wie die ICD-10-Diagnosestatistik dann nur abfragen, wenn meine Weiterbildungsstätte zum Beispiel ein Krankenhaus ist. Genau, und dann gehe ich auf den dicken Knopf zum Befugnisantrag und lande dann im eigentlichen digitalen Antrag, der so als Assistent aufgebaut ist und in mehreren Schritten umgesetzt ist. Erwähnt hatte ich schon, das ist nicht unbedingt auf dem Handy gut zu bearbeiten, sollte man auch nicht machen, weil ich glaube, man sieht nachher auch, warum das so ist. Das macht wenig Sinn, also doch mehr auf dem größeren Bildschirm zu bearbeiten. Ich sage noch einmal, dass ich jetzt hier nicht erschrecken, der Arzt hat relativ viele Anerkennungen gesammelt, sondern es war ein Testarzt von uns, der kann irgendwie alles. Und ich beantrage jetzt hier die, wenn man es richtig schreibt, den Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Werde doch gefragt, nach welchen Grundorientierungen. Man kann hier auch mehr als eine auswählen. Hier ist mal die systemische Therapie und füge das mal in meinem Antrag jetzt hier hinzu. Da habe ich im Grunde den ersten Schritt schon geschafft und klicke mich im Assistenten immer auf die nächste Seite. Ich kann jederzeit den Antrag zwischenspeichern und halt auch morgen weitermachen. Sie müssen jetzt nicht zwangsweise das jetzt bis zum Ende durchbekommen, sondern Sie können den jederzeit speichern und wieder aufrufen.
Und dann klick auf Weiter, bekommen Sie nochmal einen Einblick in Ihre aktuellen Stammdaten, die so bei uns gespeichert sind. Auch bitte Wert drauf legen, dass man auf jeden Fall die Namen richtig sind, dass man nicht nachher eine Urkunde bekommt, wo noch ein alter Name draufsteht, das wäre halt unglücklich. Oder insbesondere nochmal gucken, ob auch die richtige Tätigkeit hinterlegt ist, nicht, dass da noch was Altes drinsteht. Dann ist eventuell nachher der gesamte Antrag ja wertlos, wenn ich den für die falsche Weiterbildungsstätte gestellt habe. Da nochmal einen Blick drauf werfen, ob das alles soweit korrekt ist. Im Regelfall sollte es ja so sein. Sie bestätigen einmal die Angaben. Man sieht schon, wenn ich das jetzt mal bewusst weglasse und versuche weiterzukommen, das Programm sagt auch sofort, das passt was nicht und markiert auch immer die entsprechenden Stellen, wo was fehlt, in Rot. Also ich muss hier einmal versichern, dass meine Stammdaten auf dem aktuellen Stand sind und klicke dann entsprechend mich vor. Es wird im nächsten Schritt nach einer gemeinsamen Befugnis gefragt. Das bitte auch nur ausfüllen, wenn Sie wirklich einen Befugnispartner haben. Da gebe ich dann quasi die Namen meiner weiteren Kollegen ein. Die bekommen ganz zum Schluss einen solchen Freischaltcode. Den geben Sie dann bitte an Ihre Kollegen weiter und die können den Antrag dann im Portal vervollständigen. Ich hole das extra, wir hatten auch, wie gesagt, schon Fälle, die sich dann hier selber eingetragen haben. Und das ist nicht nötig. Also das, hier geht es nur um weitere Befugnispartner, die Sie mit in Ihrem Antrag aufnehmen möchten. Also im Fall einer Einzelbefugnis, wie ich es jetzt hier zeige, lasse ich das einfach leer. Ich möchte keine gemeinsame Befugnis beantragen. Mit einem Beispiel sehen auch hier manchmal so ein grünes Informationszeichen. Da kann man auch da mit der Maus drauf fahren und dann sind auch Erklärungen nochmal hinterlegt. Oder auch Erklärungen, die direkt hier nochmal einiges erläutern sollen, was dann hier zum Beispiel auf der Seite dann erwartet wird. Genau, spannend wird es eigentlich dann jetzt im nächsten Schritt, das heißt die Weiterbildungsstätte. Es kann ja sein, dass Sie theoretisch mehrere Tätigkeiten haben, also auch mehrere Stätten zur Auswahl wären. Dann können Sie auch mehrere Weiterbildungsstätten mit in dem Antrag aufnehmen und wählen eine Hauptweiterbildungsstätte aus. In diesem Fall recht simpel, das heißt, ich habe eine Praxis, eine Einzelpraxis. Wir sehen nochmal im Rechtsbereich, nachdem ich diese ausgewählt habe, ein paar Informationen und spezielle Abfragen, jetzt tatsächlich für den ambulanten Bereich. Diese Fragen hier gestellt werden können für den stationären Bereich oder sonstige Institutionen durchaus anders sein. Man sieht hier schon klassischen Fragen, wie viele Ärzte möchten Sie gleichzeitig im Antrag und Bezeichnung weiterbilden. Das sind Pflichtangaben, immer über das Sternchen zu erkennen. Das heißt, er würde mich jetzt hier auch anmerken, wenn ich hier was vergessen habe, wie man jetzt hier sieht. Und ich werde jetzt einfach mal mit ein paar Beispieldaten ausfüllen. Die sind jetzt relativ sinnbefreit, aber ich fülle das mal einfach aus, weil das medizinisches Personal heißt vorhanden. Das würde wahrscheinlich zu Rückfragen führen, aber lassen wir jetzt einfach dafür, dass ich jetzt hier einmal die Fragen erkläre. Genau, und dann wird noch gefragt nach der apparativen Ausstattung. Videoaufzeichnungsgerät, ja, das habe ich. Keine weiteren. Man sieht hier schon, so füllt man im Grunde das einmal aus. Natürlich nicht so wie ich jetzt, sondern richtig und gibt dann entsprechend diese Antworten ein. Und dann bin ich hiermit eigentlich im ambulanten Bereich durch. Es gibt eine Besonderheit nachher im stationären Bereich oder bei MVZs. Da wird hier noch nach dem sogenannten Geschäftsführer gefragt. Im Hintergrund auch ein Antrag für die Weiterbildungsstättenzulassung gestellt wird. Dem Geschäftsführer zustimmen. Das Ganze passiert auch digital. Das findet man auch, wenn ein Video nochmal erklärt, wie das auch geht. Da gibt es am Ende auch einen Fragen Geschäftsführer nach der E-Mail. Wichtig ist, die E-Mail muss richtig sein. Da gibt es am Ende einen Freischaltcode, mit dem der Geschäftsführer, Geschäftsführerin das digital dann auch freigeben kann, den Antrag. Das so mal, dass man es einmal gehört hat. Das ist auch so ein häufiges Problem, dass das einfach vergessen wird, dann weiterzugeben. Genau. Im ersten Schritt sind es auch Angaben, die Sie normalerweise so auch problemlos ausfüllen können. Dann geht es jetzt im Grunde um Ihre Arbeitszeit. Einmal, dass Sie sicherstellen, dass eine ganztägige Weiterbildung sichergestellt ist. Und die Frage nochmal aktiv nach der Arbeitszeit. Ja, in den Stammdaten gibt es diese Angabe wie Vollzeit, aber das ist nicht immer so aktuell. Deshalb fragen wir nochmal bewusst nach. Das heißt, einmal geht es um die Vollzeit laut Ihrem Dienstvertrag. Dann auch mit der Erklärung in der Praxis. Wie gesagt, kann man immer die Frage, was ist denn da wirklich Vollzeit? Mit einer kleinen Erklärung. Und in diesem Fall arbeite ich hier Vollzeit. Ab wann gilt mein Arbeitsumfang? Hier kann man immer wieder direkt eintippen oder natürlich auch im Kalender anklicken und auswählen. Das Ganze Beispiel seit dem 1. Oktober arbeite ich hier Vollzeit.
Dann ist es möglich, noch weitere Tätigkeiten zu erfassen, wenn diese jetzt zum Beispiel Einfluss haben, dass sie gar nicht ganztägig weiterbilden können, wenn sie nebenbei noch, weiß ich, einen 40-stündigen anderen Job haben. Das wird dann natürlich schwierig, das ganztägig zu machen. Deshalb fragen wir bewusst nochmal nach weiteren Tätigkeiten. Im Regelfall wird das hier selten benutzt und wie gesagt, im normalen Fall können Sie den wahrscheinlich hier überschreiten. Das mache ich jetzt mal. Um den einigen Bezeichnungen ist ja auch eine Vertretungspflicht. Die ist hier relativ einfach zu handhaben. Also ich habe eine Vertretung durch Herrn Meier. Da fragen wir bewusst auch nochmal nach der Arbeitszeit. Sollte man dann schon wissen. Und fügt diese meinem Antrag hinzu. Das war es dann eigentlich schon. Ich glaube, fachlich wissen Sie da besser, aber ich glaube, bei einigen Bezeichnungen ist es nicht notwendig. Aber bei den Zusatzbezeichnungen, so muss meine Kollegin mich dann korrigieren, wenn ich jetzt Quatsch erzähle. Aber zumindest in vielen Bereichen ist es verpflichtend, dass man auch Vertreter benennt. Sonst würde es dann zurückfragen, natürlich in der Bearbeitung führen. Und hier unten steht nochmal genau die Erklärung. Genau. Okay. Ja, jetzt kommt der spannendste Bereich, die Leistungsstatistik. Jetzt tauchen wir eigentlich richtig in die Weiterbildungsordnung 2020 ab. Und da wird man gleich etwas darunter gucken, da wird mir ja nachher wie viel gefragt. Fangen wir mit dem Einfachsten an. Einmal geht es um ja im Grunde Leistungsangaben. Das sind Ihre Kompetenzen, die Sie vermitteln können. Es geht nicht um die Kompetenzen Ihrer Assistenten, sondern Ihre Kompetenzen, die Sie weitergeben können. Bei einer gemeinsamen Befugnis auch die gemeinsamen Kompetenzen. Also es beginnt erstmal relativ einfach mit dem Berichtszeitraum. Das heißt, hier muss es ein Zeitraum sein von 9 bis 12 Monaten, wenn ich nicht falsch liege, natürlich in der Vergangenheit. Sonst würde man dann auch entsprechend Fehlermeldung bekommen. Ich gebe jetzt mal die Zahlen aus 2022 an. Genau die Leistungsstatistik ist im Grunde der Weiterbildungsordnung konkret abgebildet. Einmal für diesen Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychiatrie kann komplett anders aussehen. Natürlich bei der Allgemeinmedizin, bei der Chirurgie, das sind komplett andere Kompetenzen, die abgefragt werden. Es gibt häufig den allgemeinen Teil, gerade bei den Fachärzten, der eigentlich im Grunde immer identisch ist, und den spezifischen Bereich. Darunter befinden sich die sogenannten Kompetenzblöcke, das sind zum Beispiel jetzt die, wenn Sie auch Kategorien nennen, Grundlagen, patientenbezogene Inhalte, behandlungsbezogene Inhalte und so weiter. Aufgeklappt ist hier schon Grundlagen und im Bereich daneben sieht man erstmal eine Anzahl von Einträgen, die man ein bisschen differenziert betrachten muss. Wenn man einige werden schon kennen, wenn da vorher so ein K steht, dann ist es eine kognitive und Methodenkompetenz, also theoretische Kompetenz. Und wir haben Handlungskompetenzen, praktische Fertigkeiten. Bei Handlungskompetenzen, wenn wir nachher sehen, fragt er manchmal auch nach einer Zahl, also nach gebrachten Zahlen, nicht immer. Und jetzt ist im Grunde Ihre Aufgabe natürlich einzuschätzen, was Sie davon erstmal generell können, aber auch in welcher Ausprägung. Also zum Beispiel, wenn man es oben einmal zeigt, bei den ethischen, wissenschaftlichen, rechtlichen Grundlagen ärztlichen Handelns, kann ich hier neben aufklappen. Ich kann sagen, Stufe 0 ist, wird natürlich nicht berechtigt zu einer vollen Befugnis. Man sieht schon, dann kann ich das nicht. Stufe 2 kann ich vermitteln. Diese Stufen finden sich nachher auch wieder in dem ELOG-Buch und sind, ich habe schon einige Schulungen gemacht, nach der Miller-Pyramide aufgebaut. Also ich habe aufgepasst bei den Schulungen von Stufe 1 bis 4. 0 hatten wir für gar nicht mit eingefügt. Und die Stufen 3 und 4 sind dann letztendlich für die Handlungskompetenzen. Genau. Und dann sieht man hier zum Beispiel Handlungskompetenzen, fragt er mich jetzt nach gar nicht. Ich kann es theoretisch, ich kann es nur unter Anleitung oder ich kann es selbstständig. Wenn man sich hier ganz sicher ist, dass man das alles komplett kann, was man auf der Seite sieht, dann gibt es eine kleine Abkürzung, die man vielleicht mal zeigen kann. Es gibt hier oben so einen schönen Knopf, alle Einträge der Seite auf Stufe X setzen. Also wenn man da drauf klickt, geht so ein kleines Fenster auf. Und hier kann ich vorgeben für die praktischen Fähigkeiten, kann ich in Stufe 4 und in Stufe 2 die theoretischen. Dann ist die Seite zumindest schon mal komplett ausgefüllt. Leider natürlich das so schnell, aber man soll schon lesen, was man hier ausfüllt und was man dann auch vermitteln kann. Das nur, wenn man sich wirklich ganz sicher ist. Ja, und so setzt sich das Spiel natürlich fort bei den jeweiligen Allgemeinkompetenzen. Die würde ich jetzt vermeiden, das mal alle vorzulesen. Ich fülle die jetzt mal einmal alle aus und bin ja auch mutig, ich kann das. Ich glaube, spannend wird es gleich in den spezifischen Inhalten.
Und ja, ich glaube, man sieht schon, das sind mehr Abfragen, als die man nach der alten WO hatte. Und interessant wird es jetzt in dem spezifischen Bereich. Da wird es konkret um diese Facharztweiterbildung. Das sind übergreifende Inhalte, da sieht es noch sehr überschaubar aus. Fragt da jetzt nach den wesentlichen Gesetzen und Richtlinien, zum Beispiel Patientenrechte, Behandlung, Unterbringung und Betreuung psychisch Kranker. Das kann ich. Wissenschaftlich begründete Gutachterstellung, da haben wir das erste Mal, dass hier auch eine Zahl gefordert wird. Da ist immer so ein Stift daneben auch. Und das kann ich. Die gebrachten Zahlen sind immer vergleichbar zu den Richtzahlen, die wieder in der WO zu finden sind. Ich denke mal, da kennen Sie die Fachbücher besser aus als ich. Ich habe jetzt hier 10 Gutachten erstellt. Und in der Krankheitslehre und Diagnostik, da kommt zum ersten Mal zum Tragen diese verschiedenen Verfahren. Da haben wir auch bei uns in dem Fachbereich, dann mit der Weiterbildung auch, so, ja, Musterweiterbildungsordnung vorgenommen, weil das da auch nicht so ganz klar gegliedert war und das jetzt, ja, doch hoffentlich besser getrennt, dass man die 120 Stunden Theorie in Krankheitslehre und Diagnostik entweder in psychodynamisch, tiefenpsychologisch Verfahren, in der Verhaltenstherapie und in der systemischen Therapie ausführen kann. Da geht das gleiche Prinzip wie gerade auch. Ich sage, ich habe es jetzt hier in psychodynamischen Verfahren gemacht, in Stufe 4. Und ich habe jetzt 100 Stunden. Das erlaubt er erstmal, wird wahrscheinlich zu Rückfragen führen oder zu einer nicht vollen Befugnis, wenn ich natürlich das nicht alles entsprechend Gerichtszahlen kann. Und die Verhaltenstherapie, die kann ich gar nicht, natürlich nicht gemacht. Und ich könnte theoretisch jetzt auch die systemische Therapie sagen, ja, die kann ich auch. Da habe ich jetzt, was am Ende fachlich erlaubt ist, sagen wir mal dahingestellt, aber ich kann zumindest, sieht man das Prinzip, wie ich das Ganze jetzt hier ausfülle. Und was man gelernt hat zu anderen Fachrichtungen, hier ist immer sehr, sehr viel Text bei. Darum lese ich das jetzt nicht vor. Aber das Vorgehen ist klar, hier geht es um Ihre Einschätzung, was Sie vermitteln können. Vielleicht kann man das kurz erwähnen. Also man kann die Befugnis inzwischen nach der neuen Weiterbildungsordnung auch für mehr als ein Psychotherapieverfahren in seinem Fachgebiet beantragen, wenn man die entsprechenden eigenen Voraussetzungen erfüllt. Insofern ist das richtig, wie Sie es gerade gezeigt haben. Ne? Man kann auch 2 beantragen beispielsweise oder 3. Man muss allerdings die Voraussetzungen nachweisen. Genau, deshalb hier immer ganz besonders lesen. Und man sieht hier immer wieder die Unterscheidung entweder oder. Da konnte man auch wirklich lernen, dass es in einigen dieser 6 Fachrichtungen schon konkret auch getrennt worden ist, andere nicht. Und das haben wir jetzt konsequent eigentlich gesplittet, sodass man das hier im Verfahren auch erfassen kann. Ich würde das jetzt auch einmal kurz beschleunigen. Jetzt werden wir das noch etwas länger. Ich vergesse mal jetzt bewusst mal eine Stelle, dass wir das gleich auch mal zeigen können. Also da warnt er gleich vor. Aber der Therapie, ähnliches Verfahren wie gerade auch. Das fülle ich jetzt einmal zügig aus. Wenn ich jetzt hier irgendwas vergessen sollte, warnt er mich gleich auch. Und also jetzt unlogisch, also keine Sorge. Das ist, wenn Sie das so beantragen, dann besser nicht. Also kommt man relativ schnell durch, aber wichtig ist, doch zu lesen, was man denn da ausfüllt. Und die Selbsterfahrung. Wir hatten ja gerade gesehen, ich habe jetzt eine Stelle vergessen. Und ganz bewusst ausgelassen. Ich meine, ich bin jetzt fertig und klicke jetzt mal auf weiter. Haben wir vorhin auch schon gesehen, im Meckert auch. Markiert erstmal grün, was hier im Grunde vollständig ausgefüllt ist. Man sieht hier in der Krankheitslehre und Diagnostik ist was rot. Aha, hier habe ich was vergessen. Und so habe ich jetzt im Grunde dieses komplett ausgefüllt. Wichtig ist, das gilt natürlich für Ihren Antrag nachher. Wenn das dann beschieden wird, wird das natürlich auch in der Befugnissuche, wie vorhin schon erläutert, dargestellt. Also das muss dann schon entsprechend Richtigkeit haben. Genau, wenn ich eine Hospitation habe, kann man es noch entsprechend mit angeben. Also nebenbei noch gesagt. Und aha, ich habe noch eine Stelle vergessen, die habe ich eigentlich nicht bewusst gemacht. So. Und dann kommen wir zur im Grunde schon was letzten Schritt, die Patientenversorgung. Also Angaben zur Patientenversorgung. Und das ist auch wieder getrennt zwischen ambulant, stationär und sonstige Institutionen. Der fragt mich jetzt im ambulanten Bereich nach der Anzahl der Patienten pro Jahr. Dann habe ich noch privat 100 behandelt. Und für diese Bezeichnung waren es auch 900 konkret.
Wir haben schon gesehen, hier sind noch mal ein paar Dokumente notwendig, die Sie wahrscheinlich besser kennen als ich. Und hier im Prinzip Dokumente hochladen, relativ simpel, draufklicken. Da können Sie mehrere Dokumente hinzufügen, da wähle ich einfach eins aus. Dann kennt man das wie vom Windows, dann geht ein Fenster auf und ich kann es dann quasi auswählen, hochladen. Einzige Einstellung wäre, unterstützt PDF und JPEGs. Keine Office-Dokumente, sondern generell empfohlenermaßen eigentlich nur PDF-Dokumente. Dann übernehme ich das Ganze, habe hier das Dokument wieder hochgeladen. Wenn ich es beschleunigen will, kann ich es jetzt hier einfach auch Dokument wieder hochgeladen, das war jetzt nicht drin, aber dann kann man das entsprechend weiterklicken. Möchten Sie bestimmte Psychotherapie-Kompetenzen auch an Externe vermitteln? Wenn ja, welche? Auch sehr, sehr einfach, klicke ich auf Ja, dann gehe noch mal ein paar Abfragen auf. In dem Fall weiß man einfach, ich vermittle keine. Und klicke hier nochmal auf Weiter. Und dann bin ich fast durch. Jetzt kommt so eine entscheidende Frage, wo man sich selber auch gut einschätzen muss, welchen Umfang beantrage ich denn überhaupt für diese Befugnis. Das ist zum Beispiel, ich glaube, die volle Befugnis in der Dauer 60 Monate für diesen Facharzt. Hier zumindest keine Kopfschüttelung, das ist immer gut. Ich kann aber auch sagen, ich traue mir nicht die volle Befugnis zu, sondern ich beantrage jetzt wirklich, sagen wir mal, 48 Monate. Man sollte sich hier dann schon realistisch einschätzen, wie viel man dann wirklich vermitteln kann. Genau, abschließend geht es um ein paar Unterlagen. Im ambulanten Bereich zum Beispiel kein Dienstvertrag. Wenn ich angestellter Arzt im MVZ oder im Krankenhaus bin, dann muss ich auch einen Dienstvertrag hochladen. Und der vorhin gehört auch gemeinsame Befugnis sein. Das ist schon sichergestellt, dass mein Befugnispartner natürlich nicht meinen Dienstvertrag sehen kann. Das stellt das Programm natürlich dann sicher. Im ambulanten Bereich verpflichtend nur das Weiterbildungsprogramm. Und wenn ich die dahinterliegende Anerkennung jetzt für diesen Antrag außer des Kammergebiets erworben habe, dann auch entsprechend Nachweis dafür. Das fragt er dann automatisch mit ab. Und da ist das Prinzip genauso wie gerade. Das heißt, ich lade hier ein entsprechendes Weiterbildungsprogramm hoch, wähle also ein Dokument aus, nehme jetzt einfach irgendein Beispieldokument. Wenn Sie nicht möchten, dass es veröffentlicht wird, aber empfohlen ist es natürlich, wie vorhin schon gesagt, können Sie diesen Haken hier wegnehmen. Standardmäßig ist der Haken vorbildlich. Das heißt, es wird der Webseite veröffentlicht in der Befugnissuche. Und ich muss noch bestätigen, dass das Programm wirklich von mir erstellt worden ist und nicht irgendwo herkommt, sondern dass ich das selber auch zumindest dann auch geschrieben und unterstellt habe. Genau, und dann bin ich im Grunde durch. Kann noch weitere Anmerkungen zum Antrag geben. Versichern, dass die Weiterbildung auch wirklich an diesen Weiterbildungsstätten stattfindet, die ich angegeben habe und nicht noch woanders. Und ja, erfasst, dass meine Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind. Und dann bliebe eigentlich nur der Klick auf Absenden und dann ist der Antrag schon in der Kammer. Also Sie müssen nichts mehr ausdrucken. Alle Dokumente, was Sie hier hochgeladen haben, sind natürlich dann auch in der Kammer eigentlich sofort verfügbar, können bearbeitet werden. Es kann natürlich sein, dass es Rückfragen gibt. Auch diese Rückfragen bekommen Sie dann wieder in das Portal eingestellt. Und hoffentlich am Ende natürlich auch den entsprechenden Bescheid. Also im Grunde ist dann alles dann über das Portal abgeschlossen. Sobald die Befugnis erstellt worden ist, taucht sie auch in der Befugnissuche auf. Mit oder ohne dem Programm, je nachdem, wie Sie es vorher eingestellt haben. Und kann auch direkt gefunden werden. Wenn das dann Ihre erste Befugnis wäre, würden Sie dann quasi in der darauffolgenden Nacht automatisch in den E-Logbuch-Zugang bekommen. Als Weiterbildungsbefugter Arzt oder Weiterbildungsbefugte Ärztin. Also im Grunde dann wäre das der komplette Durchlauf. Ich habe vorhin schon gesagt, Sie können den Antrag problemlos zwischenspeichern. Ich mache das jetzt mal, dass ich den jetzt noch nicht einreiche. Speicher den, die sind gespeichert für 4 Monate, also es bleiben auch noch länger, bisher haben wir noch keinen Antrag gelöscht. Aber wichtig ist natürlich, den irgendwann dann doch einzureichen, sonst ist der nicht bei der Kammer. Sie müssen den schon am Ende abschicken und bei einer gemeinsamen Befugnis natürlich dafür sorgen, dass Ihre Kolleginnen den auch bestätigen, ebenfalls die Geschäftsführer. Erst dann ist der Antrag komplett in der Ärztekammer und überhaupt für uns einsehbar. Ja, wieder aufrufbar wäre der auch unter dem Menüpunkt Weiterbildungsbefugter, wie wir es vorhin gesehen haben. Meine Befugnisse, dann kann ich den über Befugnisantrag fortsetzen, wieder aufrufen und einfach weitermachen. Und hier müsste der dann auswertbar sein. Man sieht,
Der hat schon ein paar Anträge gestellt, aber da sollte der Antrag unten, ist auch am 18.10. auswählbar sein und die kann ich dann von hier aus einfach fortsetzen oder am Ende aufrufen. Kann auch noch Änderungen vornehmen, kann auch wieder zurück auf die vorherigen Seiten, wenn mir eingefallen ist, ob sie, habe ich irgendwas falsch eingetragen. Das ist kein Problem, man könnte es immer noch korrigieren, bis es dann bei der Kammer ist. Das wäre so einmal der Durchlauf. Wir hatten ganz am Anfang gesehen, da konnte ich ganz, ganz viele Befugnisse auswählen. Also das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, ein Testarzt. Also das Programm schlägt auch nur die möglichen Befugnisse vor, auf Basis der Anerkennung, die Sie in Ihren Stammdaten bei uns hinterlegt haben. Also Sie können dann jetzt, wenn Sie nicht die Anerkennung für die Psychiatrie haben, dann auch nicht den passenden Antrag stellen. Das kennt ja das Programm schon, dass im Grunde keine fehlerhaften Anträge oder zumindest Anträge nur zu uns kommen, wo es weniger Rückfragen gibt. Darum sind auch diese Abfragen drin, der Pflichtangaben, dass man auf jeden Fall vollständige Anträge rein dann zur Bearbeitung bekommt. Dann könnten wir jetzt noch auf das E-Logbuch eingehen. Ich habe vorher schon mal einen Fall vorbereitet, darum würde ich es auch mal in Kurzform zeigen. Mhm. Es gibt ja zwei Sichten, Assistent und Befugte. Ich habe mich jetzt hier an unserem Portal einmal als Kammermitglied, als Assistent angemeldet. Auch schon mal einen Weiterbildungsgang angelegt, dass man die einmal kurz sieht, in der auch psychosomatischen Medizin und Psychotherapie. Das sind die Schritte, die eigentlich der Assistent dann durchführt und hatte hier dann auch meine Weiterbildung verwalten, schon mal gesagt, wo ich denn arbeite. Und ich habe jetzt hier mal irgendeinen wild rausgegriffenen Befugten für die psychosomatische Medizin ausgewählt. Das kann man kleine Nummern größer machen. Das sind die Sachen, die im Grunde der Assistent ausfüllt. Und wir übertragen diese Information in das bundesweite E-Logbuch. Das E-Logbuch selber steuern wir auch nur an. Das wird von der Bundesärztekammer betrieben. Und der Assistent meldet sich am E-Logbuch auch an, immer über das Menü Weiterbildung. Weiterbildung ist Assistent. Das ist ähnlich aufgebaut, wie wir es gerade auch schon für die Befugnisse gesehen haben. Wir gehen jetzt hier nur über mein elektronisches Logbuch. Und dann ist es relativ simpel, Anmeldung als Assistent. Dann geht ein weiteres Fenster auf in Ihrem Browser und Sie werden automatisch angemeldet. Häufiger Fehler, wenn der Assistent sagt, ich komme nicht rein, ist es der Pop-up-Blocker des Browsers, der einmal freigeschaltet werden muss. Dann ist das Problem meistens schon gelöst. Man wird automatisch im E-Logbuch angemeldet. Man sieht das schon, das sieht etwas anders aus. Das ist nicht unser System. Wir steuern das quasi fern und melden auch automatisch an. Der Assistent muss sich einmalig registrieren. Sie als befugte Ärzte sind alle automatisch registriert, müssen sich aber nicht normal anmelden, sondern der Zugang geht immer über das Portal der Ärztekammer. Und dann mit einem Klick quasi weiter, da brauchen Sie kein weiteres Passwort für, dann in das E-Logbuch. Sieht hier durch den Weiterbildungsgang, den wir angelegt haben, ist automatisch auch ein Logbuch entstanden. Also zwei Weilungsgänge bei dem Test als hinterlegt. Und wenn man sich ein Logbuch anschaut, es hängt immer an einer Weiterbildungsordnung. In diesem Fall Ärztekammer Westfalen-Lippe. Man sieht auch, dass es heute angelegt wurde. Ich kann mir so ein Logbuch anzeigen, öffnen. Das macht jetzt, was ich jetzt zeige, immer der Assistent. Kannst du ruhig auch gemeinsam am Bildschirm ausfüllen. Das muss man so ein bisschen die Arbeitsweise, wie man das dann festlegt. Es gibt nochmal eine Erklärung für diese Disziplin. Man sieht die verschiedenen Abschnitte. Wichtig ist, also ein Logbuch wird mitgenommen, also nicht pro Arbeitsstätte oder pro Tätigkeit neues Logbuch anlegen. Auch nicht pro Kammer, sondern es wandert quasi meine gesamte Weiterbildung mit mir. Und da findet man, ähnlich dargestellt wie gerade in den Fugwissen wieder, Kompetenzblöcke in allgemeine Inhalte und spezifische Inhalte. Und ich kann sie ähnlich aufklappen wie die Grundlagen. Mal zwar bleiben bei den ethischen, wissenschaftlichen und rechtlichen Grundlagen ärztlichen Handels. Andere Perspektive, ich sage jetzt als Assistent, das kann ich oder kann ich nicht. Ich gebe jetzt erstmal eine Selbsteinschätzung ab. Das geht, wenn ich die aufklappe mit einem Mausklick, rechts über Bewertungsanfrage hinzufügen, klicke auf das Plus und muss jetzt meine Selbsteinschätzung abgeben, was ich meine hier kann. Ich bin jetzt mal mutig, ich kann das systematisch einordnen und erklären und bestätige das. Jetzt ist erstmal eine reine Anfrage. Das ist jetzt einfach eine Selbsteinschätzung, das ist noch nicht durch irgendeinen Befugten bestätigt worden. Also gilt quasi noch nicht als ausgefüllt und bestätigt. Mittlerweile, das war immer ein Kritikpunkt, sah man überhaupt nicht, dass hier irgendwas passiert ist. Mittlerweile sieht man hier, ich weiß nicht, ob es im Webwerk so gut zu erkennen ist, ganz leichte graue Haken, die man hier sieht, dass es zumindest schon mal dort einen Fortschritt gibt. Links sieht man eine kleine Farbe und hier ist schon mal was passiert. Und das funktioniert ähnlich wie bei den Handlungskompetenzen. Die sind hier, links sind die theoretischen Kompetenzen, in der Mitte die Handlungskompetenzen. Immer das gleiche Prinzip, Anfrage, die kann ich unter Anleitung durchführen und bestätigen.
gibt das kürzliche Smart auch noch einen Schnellerfassungsmodus, dann kommt man da etwas flotter durch, wenn man das als Assistent bewertet. Wenn er das regelmäßig macht, ist es nicht die große Arbeit, wenn das wie einmal alle 5 Jahre passiert, ist das sehr, sehr viel auszufüllen, aber darum raten wir auch zur monatlichen Dokumentation. Kann man sich weiter oben eine Schnellerfassung anmachen. Jetzt für Sie auch aus befugten Sicht, ganz wichtig, ich als Assistent fülle das jetzt hier aus. Sie haben keinen automatischen Einblick in das Buch. Sie können da nicht automatisch reingucken und das wird auch häufig durch die Assistenten angenommen. Wir können das auch nicht, das muss explizit freigegeben werden. Der Assistent muss das Logbuch Ihnen persönlich freigeben. Das macht er entweder gerade im Logbuch oder hier auf der Startseite. Gibt es immer so einen kleinen Knopf freigeben. Da klickt man drauf und man kann dann alle Befugten auswählen, die in meinem E-Logbuch in den Abschnitt hinterlegt sind. Seit ungefähr einem Monat auch nur noch eine Freigabe gleichzeitig. Man kann sich vorstellen, mal eine gemeinsame Befugnis gab es und die Möglichkeit, man konnte 3 Freigaben zum Beispiel gleichzeitig machen und jeder sah was anderes. Also das geht mittlerweile noch einen gleichzeitig. Ganz wichtig ist, auch mit dem Assistenten abzustimmen, wann was freigegeben wird, dass es nicht täglich passiert und der Assistent auch nicht selbstständig die Freigabe wieder zurückzieht. Also erst wenn ich jetzt hier auf Freigeben klicke, das mache ich jetzt mal, würde der Dr. Strebel jetzt das Logbuch sehen können. Wenn ich meinen Befugten ärgern möchte, ist er vielleicht fleißig am Ausfüllen und ich klicke hier auf Zurücknehmen, sind alle Änderungen weg. Geht das Spiel von vorne los. Das ist aber so ein wichtiger Punkt, also das geht auch relativ einfach, das Zurücknehmen. Da auf jeden Fall darauf hinweisen, das sollte in Abstimmung passieren. Nicht zu häufig freigeben und bloß nicht selbstständig zurücknehmen. Immer vorher einmal fragen. Sie bekommen jetzt den eingefrorenen Stand, eine Kopie vom Logbuch freigeben, können da reingucken. Wenn ich als Asset jetzt weiteres eintrage, das sehen Sie nicht automatisch. Das ist immer das Prinzip, dass Sie quasi jetzt eine Kopie bekommen und darin bewerten können. Und wie können Sie bewerten? Das Ganze auch wieder übers unser Portal, daher klappe ich das jetzt, melde ich mich mal hier eben ab. Und melde mich jetzt mal als Assistent an. Ne, Quatsch, nicht als Assistent, als Befugter, genau. Man sieht, ich bewege mich im gleichen System. Melde mich erstmal wieder am Portal an. Gehe dann über Weiterbildung, weiter als Befugter. Elektronisches Logbuch, da können Sie natürlich auch im Browser ein Lesezeichen hinsetzen, das geht natürlich auch. Und melde mich jetzt als Weiterbildungsbefugter an. Das können auch nur wirklich welche machen, die eine Befugnis aktuell haben oder gehabt haben. Man sieht das Gleiche, es geht das E-Logbuch auf. In einem extra Fenster. Man sieht, ich kann jetzt hier, habe selber keine Logbücher, weil ich bin jetzt aktuell nur Befugter. Aber sehe jetzt die Freigabe von dem Dirk Meierhof, meinem Testarzt gerade. Die kann ich natürlich auch sofort zurückgeben, weil ich sage, den kenne ich gar nicht oder möchte jetzt gerade nicht bewerten. Und ich kann mir das Ganze natürlich anzeigen und öffnen. Alles hier oben lesend. Man sieht es hier im ersten Blick nicht sofort direkt, wo was von mir gefordert wird. Man sieht es ein bisschen über die Farben hier. Da wird aktuell auch daran gearbeitet, dass das ein bisschen besser erkennbar ist. Es gibt hier oben auch neuerdings so kleine Filter. Das heißt, Sie können sich hier, wenn Sie mal gucken, die zu erledigen anzeigen. Dann tauchen nur auch die Kompetenzen auf, die Sie aktuell bewerten müssen. Also auch relativ neu hinzukommen auf unseren Wunsch auch als aus Westfalen-Lippe, was da haben wir doch ordentlich am E-Logbuch schon mitgearbeitet und uns hoffentlich ein bisschen in die bessere Bahn gelenkt. Und kann jetzt hier diese Grundlage aufklappen und meine Bewertung hinzufügen. Also das geht auch hier rechts, dass wir auf dem langsamen Weg über diesen Knopf Bewertung hinzufügen und kann jetzt die Stufe bestätigen, kann aber drunter gehen. Ich kann sagen, nee, das kannst du nicht, du kannst so benennen und beschreiben. Das mache ich jetzt mal. Und dann sieht man, der ist jetzt unter Erledigen, der ist schon mal weggefahren, darum ist er jetzt quasi verschwunden. Also der ist jetzt nicht gelöscht, sondern den zeige ich gleich wieder. Und den bewerte ich jetzt auch mal. Da gehe ich mal sogar darüber hinaus, das kann er selbstverantwortlich durchführen. Das sind erstmal meine Erledigenden alle weg. Wenn ich jetzt wieder hier oben auf alle Anzeigen gehe, sieht man jetzt hier auch wirklich kräftige Haken hier und die sind wirklich erfüllt. Das ist 1,5 von 8 Kompetenzpunkte habe ich jetzt hier in dem Bereich Grundlagen schon erworben. Dann kann ich durchaus jetzt auch was bewerten, wo vergessen worden ist, anzufragen. Also grundlagenärztlicher Gutachtung beispielsweise kann ich jetzt auch direkt bewerten. Also ich muss nicht darauf warten, dass er das anfragt. Wenn ich schon sicher weiß, mein Assistent kann das, kann ich es direkt bewerten. Ein bisschen vorsichtig damit sein, wenn Sie eine Bewertung zu hoch setzen und schicken die ab, ist die quasi fest drin.
im Logbuch. Das war eben wieder zurückzusetzen. Da diskutieren wir gerade auch noch mit der Bundesärztekammer, dass das durchaus mal möglich sein könnte, wenn man sich vertan hat. Also da sehr vorsichtig mit sein, was das angeht. Wenn ich das bewertet habe, muss ich das Logbuch bewusst wieder zurückgeben. Wenn ich das nicht tue, passiert einfach gar nichts. Dann sieht der Assistent keinen Fortschritt. Und es ist nichts passiert. Ich kann natürlich darüber jetzt auch einfach alles wieder verwerfen, aber wenn ich es abgeben möchte, wieder hier unten oder immer zurück auf die Startseite zurückgeben. Ich kann auch einen Kommentar mitgeben und dann klicke ich auf zurückgeben. Jetzt ist es bei mir aus meinem Postfach weg. Beim Assistenten sind jetzt die Inhalte bewertet. Ich habe hier unten noch so ein kleines Archiv, also ich kann hier nochmal anklicken, was ich hier gemacht habe und mir das auch nochmal angucken. Das wichtigste Signal ist einfach, es ist quasi ein Ping-Pong-Spiel, also das Logbuch muss freigegeben werden, es muss von Ihnen zurückgegeben werden. Mit dem Zurücknehmen, Eigeninitiative durch den Assistenten sollte man aufpassen. Das Ganze ist natürlich jetzt sehr, sehr kurz Form. Es gibt sonst am 14. November noch eine Veranstaltung genau zum E-Logbuch aus befugten Sicht, auch in virtueller Form. Da kann man sich, guck mal bei der Kollegin an, bislang noch anmelden. Ne? Es gibt also noch Plätze, glaube ich. Wer dann noch Interesse hat, ein bisschen vertieft einzusteigen, also dann ist das Ganze eigentlich in ungefähr 60 Minuten gezeigt. Natürlich noch ausführlicher, als ich es jetzt gemacht habe. Und da kann man auch so ein paar Feinheiten eingehen, wie Schnellerfassung jetzt aus befugten Sicht, dass man da nicht so viel klicken muss, wie ich jetzt gerade mit der Maus, sondern einfach ein bisschen schneller durchkommt. Aber wir haben auch viele Hilfestellungen und Informationen dazu auf der Homepage oder im Portal auch. Dann bedanken wir uns alle für Ihr reges Interesse, die ja auch sehr überlegten, guten Fragen, die dann uns geholfen haben, nochmal das eine oder andere zu verdeutlichen. Und ja, Ihnen allen noch einen schönen Abend im Namen von Frau Dürren-Wimberg, Herrn Döking, Frau Köhler, Frau Dr. Martin und Frau Lügan und wer sonst noch im Hintergrund tätig war und uns unterstützt hat. Machen Sie es gut und bis demnächst einmal wieder. Tschüss. Tschüss.